Eine letzte Trainingseinheit im Mannschaftshotel in Miami am Morgen nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Manchester City. Eine Niederlage trotz 2:0 Führung, wobei vor allem das Tor zum 2:0 eine herausragende Gemeinschaftsproduktion von Rip Robb großartig herausgespielt worden war. Am Ende stand es aber 2:3 und das ärgerte alle. Und dennoch fiel die Bilanz allgemein auch positiv aus. Nach vorne hin bin ich der Meinung, haben wir es bisher richtig gut gemacht. Wir müssen nur noch zusehen, dass wir hinten weniger Fehler machen bzw. dann auch weniger Chancen zulassen. Wir haben Rob und ich viel Erfahrung und bis jetzt wir haben sehr gut gearbeitet und wir sind Profi. Wir haben immer Hunger und du weißt, das ist wichtig. Ja, wir lieben beide Fußball und Frank auch und ich glaube, es wird mein 10. Jahr. Also auch dann 10 Jahre mit ihm, 9 Jahre schon mit ihm zusammen. Und macht ihm Spaß, zusammen auf dem Platz zu stehen. Und haben uns heute auch wieder einige Male gut gefunden und sehr gute Angriffe. Und also das war schon positiv, ja. Es war eine anstrengende, interessante und trotz der beiden Niederlagen auch absolut erfolgreiche Woche für die Bayern in den USA. Man hat den bereits vorhandenen Fans mit vielen Hautnah-Aktionen eine große Freude bereitet und gleichzeitig jede Menge neue Freunde in den USA dazugewonnen. Dementsprechend auch die abschließenden Worte des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und des Vorstandes Internationalisierung Jörg Wacker. Ich denke, wir haben eine schöne Reise hier erlebt in den 7 Tagen. Wir haben ja ein bisschen das Programm vom letzten Jahr ausgekürzt. Da hatten wir ja 4 Spiele in 3 verschiedenen Orten und ich denke, dieses Jahr ist das mit den 2 Spielen hier in Amerika, in Philadelphia und insbesondere hier in Miami, war schon die richtige Dosierung. Ich glaube, unsere Leute, die diesen Trip ja monatelang vorbereitet haben, haben einen großartigen Job gemacht. Haben hier auch tolle Aktivitäten durchgeführt, auch mit unseren Partnern. Ich glaube, so ein Highlight war dann auch der Sandro Wagner und Renato Sanchez da, diese Miami Vice Shooting, die sie hatten. Und man merkt auch, wir hatten ja 2 Tage auch den James Rodriguez bei uns. Was das für ein Superstar ist, kann man ja kaum auf die Straße rausgehen. Und auch für uns ein Ambassador, der unsere Marke transportiert. Also alles in allem ein sehr, sehr positives Fazit. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie die ganze Tour gelaufen ist.